Wir haben beim letzten Mal Captain Silberbein besiegt und uns die Drachensteine zurückgeholt. Aus den Drachensteinen kam dann ein Drache herausgeboren aus einem Ei. Ja, fragt mich nicht wie und was und keine Ahnung, aber unsere ganzen Freunde sind jetzt hier, um zu feiern, dass wir gesiegt haben. Yay, habe ich recht? Ja, der grüne Wächter. Um ganz ehrlich zu sein, bin ich nur wegen der Buddy gekommen. Ich hatte keine Ahnung, dass es auf dieser Insel so viele Schätze gibt. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir ein paar davon ausborge, oder? Ich gebe sie dir auch zurück, versprochen. Ja, das glaube ich dir nicht. Und wer bist du überhaupt? Ich kenne den gar nicht. Hey, ich hatte gerade Zeit, da dachte ich, ich schaue auf deiner kleinen Party vorbei. Deine Crew kann sich wirklich sehen lassen. Und bestimmt ist dein Tresorraum bis zum Bersten mit Schätzen gefüllt. Tja, schön für dich. Je mehr Reichtümer du anhäufst, desto mehr Beute mache ich, wenn ich schließlich zuschlage. Also, nimm mich lieber in Acht. Ja, denkst du wirklich? Willkommen zurück. Ich habe gehört, dass du dieses grässliche Grippe erledigt und dir deine Drahtscheine zurückgeholt hast. Wenn jemand zuerst von deinem neuesten Heldentat Wind bekommt, werden sie Schlange stehen, um deinem Team beizutreten. Hoffentlich setzt du deine Schatzsuche mit dem gleichen Eifer fort wie Ilti. Natürlich. Du bist also mit heiler Haut aus Island doch zurückgekehrt, was? Gut gemacht, Mädchen. Dank dir ist das Team um einiges größer geworden. Ach, es ist schon schön zu sehen, dass es hier wieder ein bisschen lebendiger zugeht. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet und meine Erwartungen sogar noch übertroffen. Mir fällt kein Gefallen mehr ein, um den ich dich bitten könnte. Stattdessen will ich dir einen guten Rat geben. Wenn du weißt, dass du etwas tun musst, dann tu es einfach. Alright. Well? Hallo, wie schmeckt es dir, hä? Ich habe viele Stunden am Rad gestanden und geschuftet. Weiß ich, Drehlong-Games? Ich hatte ein bisschen Hilfe und Petit, denn alle hier wollten sicherstellen, dass die Party zu deinen Ehren magnifik wird. Ist also schön auf, hörst du? Es ist mehr als genug da, falls du einen Nachschlag möchtest. Bon Appetit! Du hast alles gekocht? Oh. Ach, da bist du ja! Bestimmt ja ab der Ufer, Isadorada, jede Menge Sendende und schöne Erze, hab ich recht? Sag mir unbedingt Bescheid, wenn du dir nächstes Mal dorthin aufmachst, hörst du? Dann bin ich von der Partie dabei, mit von der Partie. Okay. Du mich hier eingeladen, ich viele Waren verkauft. Ich auch zukünftig verkaufen viele Waren. Bitte kaufe bei mir ein. Ja, vielleicht. Ich werde es auf jeden Fall nochmal überlegen. Ich bin sehr beeindruckt von deinen Errungenschaften, weißt du? Silberbein zu besiegen, das ist schon eine reife Leistung. Weil ich immer wusste, dass du etwas Besonderes bist. Du scheinst eine wundersame Gabe zu besitzen. Und tatsächlich hast du entscheidend dazu beigetragen, den Geheimnissen dieser Welt auf den Grund zu gehen. Danke, ich bin was Besonderes. You did it! Wir kommen zurück! Also los, erzähl schon! Wie war es in Isla Dorada? Eines Tages werde ich einen Ort entdecken, den noch niemand je zuvor betreten hat. Warte nur ab! Und dann finde ich bestimmt einen Schatz, gegen den die Drachenscheine aussehen wie Drachenmist! Oha, das arme Baby. Very good! Ich bin ja so froh, dass ihr wieder hier seid und erleichtert obendrein. Ich dachte mir, zu diesem Anlass wäre es das Mindeste, eine kleine Feier zu organisieren. Also habe ich einen Kuchen bestellt und einen Imbiss vorbereitet. Hoffentlich amüsierst du dich gut wieder. Das hast du dir verdient. Und unterhalte dich auch mit anderen, hörst du? Alle möchten dir unbedingt auf die Schulter klopfen. Echt? Yay, auch unser Team hier. Mit den drei haben wir es geschafft. Und du auch? Ja, hi. Bericht erhalten, Silberbein besiegt, Drachenscheine zurückerobert, Analyse der Aussage, Mida ist die größte Schatzsiegerin von allen, Ergebnis korrekt. So, mein Netz. Glaubt ihr, wenn wir hier zum Gewirr runtergehen, kriegen wir noch mehr? Ich glaube, jetzt ist kein Zeitpunkt. Ja, okay, ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Gut, ich schätze, ich kann nicht mehr zurück. Und Eric möchte, glaube ich, auch nach Hause. Also, was tun wir? Wir sind euch wirklich sehr dankbar für eure Hilfe. Danke, dass die Drachenscheine nicht ganz das waren, wo wir gerechnet hatten, ändert nichts daran. Wofür auch immer du dich entscheidest, wir haben vollstes Vertrauen darauf, dass du die richtige Entscheidung treffen wirst. Was heißt das? Ihr werdet jetzt einfach das Drachenbaby mitnehmen? Zu den Göttern? Habe ich das so richtig verstanden? Hm. Wo ist eigentlich der Grund, sie? Der ist weg. Na gut. Hey there! Hey, Schwester Herz, wie sieht's aus? Bist du so weit, nach Hause zurückzukehren? Really? Ja. Really? Sicher? Ja. Ja, ich bin auch so weit. Es ist schwer, allen Lebewohl zu sagen, aber wir können nicht für immer hier herumhängen, stimmt's? Und am besten brechen wir jetzt gleich auf, bevor wir uns das noch anders überlegen. Es ist wahrscheinlich einfacher, wenn wir uns rausschleichen, solange die Party noch in vollem Gange ist. Ernsthaft, meinst du? Okay, wir begeben uns zum Teleportal.
Das heißt, wir teleportieren uns zu Isa Dorada, zu diesem Raum. Oder? Dort erzählen sie Schnursler und Porkus von ihrer Entscheidung, in ihre eigene Welt zurückzukehren. Ich verstehe. Ich weiß, dass es euch nicht leicht gefallen ist, aber ich glaube, ihr habt die richtige Wahl getroffen. Bevor ihr geht, gibt es aber noch etwas Wichtiges zu erledigen. Ihr müsst eure Drachendolche hier lassen. Ja, okay. Ich schätze, sie sind so wichtig, als dass wir sie behalten könnten. So. Erinnert ihr euch an die Podeste in Isa Dorada? Ich denke, ihr solltet sie dorthin zurückbringen. Es wäre mir lieber, wenn wir uns nicht verabschieden müssten. Aber so ist das Leben. Wir sollten uns auf den Weg machen. Just a moment. Ein Moment, wartet! Was gibt's dann? Ihr verlasst uns, nicht wahr? Um die Wahrheit zu sagen, uns allen ist längst klar, dass ihr nicht aus unserer Welt stammt. Darum wussten wir, dass dieser Tag irgendwann einmal kommen würde. Tja, es tut uns schrecklich leid, dass ihr gehen müsst, aber keine Sorge, wir werden uns in eurer Abwesenheit bestens um alles kümmern. Ihr habt so viel Arbeit im Team Drachenbande gesteckt, aber nun wird es Zeit, dass wir übernehmen. Thanks. Na dann? Danke, Herr Blechheimer! Great. Also, dann, Schwesterherz, schätze, wir sollten die Drachendeutsche an ihren angestammten Platz bringen. I guess. Ja. Ja, ich schätze, es ist das Beste. Ja. Der Angetreter. Nein, wir werden nicht von Rivalen überfallen. Das ist vorbei. Triff sie da, wo es weh tut. Ja, das tut leider jetzt ein bisschen weh. Oh Gott, vor allem mit dieser Musik jetzt. Ich schätze, das war's. Wir gehen nach Hause. Stimmt's, Eric? Na gut, stecken wir die Drachendeutsche in die Podeste. Okay. Ja. Deutsch ins Podest schicken. Plötzlich kommt es hier so vor, als würde ihr alle Kraft aus dem Körper gesaugt. Das ist ein komisches Gefühl, aber es muss doch wahrscheinlich sein. Okay, gehen wir zur Schnursela und Porkus. Ich schätze, sie sind bei dem Drachenbaby. Alles klar, jetzt können wir nicht mal angreifen, oder? Nee, es geht nicht mehr. Und wir sind noch allein in der Party. Komm schon, beweg dich, Schwesterherz. Ich bin ja schon unterwegs. Keine Bange. Hier haben wir gekämpft. Hier hat's geendet. Und irgendwie hat es aber hier auch angefangen. Na gut. Hier drüben! Gucken wir uns noch einmal das Drachenbaby an. Und verschwinden. Es ist besser so. Back into the pedestals. So tell us, how do we get back to our world? Hä? Huh? Die können das einfach so? Warte mal. So ein kleines Boot. Whoa, it's a boat. And it's floating. So this will take us home. Muss nicht runterfallen. Hoffentlich kommt kein Sturm. Oh, stimmt, wir können sie jetzt nicht mehr hören. Ohne die Dolche. What's up with you guys? Why aren't you saying anything? Oh, it's us, Eric. We can't understand them. Ursula. Aww. I guess this is goodbye. Take care, Porkus. Huh? Look! They came to see us off! Bye! Thanks for everything! Aww. Say goodbye. Hey! Meeting all of you has been the greatest treasure of all! Yay! Yay!
Und das war's. Jetzt noch die Titelbildschirmmusik. Wunderbar. Oh, die beiden waren auch Drachenbabys. Ich habe gerade so ein Doppelpunkt-O-Gesicht. Ich habe die Theorie, waren die beiden Madra und Patra? Nein, oder? Na, auf jeden Fall, Freunde, das war die Story von Dragon Quest Treasures. Wir sind noch nicht hundertprozentig durch, wir müssen noch ein paar Sachen erledigen, aber ansonsten sind wir zum größten Teil durch. Und Hand aufs Herz, das Spiel war wirklich gut. War wirklich gut. Anfangs hatte ich meine Zweifel, weil das ein bisschen overwhelming war. Es gab so viel Text und ich wusste nicht, wie ich da auf alles klarkommen sollte. Aber ich bin irgendwie reingekommen in das Spiel und dann hat es auch richtig gebockt. Also, ich kann euch das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Falls ihr zumindest so ein Gameplay feiert. Und das Spiel habe ich jetzt auch genutzt, so um wieder in die Dragon Quest Reihe reinzukommen, weil ich habe es ja schon erzählt. Ich habe bisher nur Dragon Quest 9 auf dem DS gespielt und sonst kein weiteres. Und ich dachte mir, ich fange jetzt wieder mit Dragon Quest irgendwie an. Ich will jetzt irgendwie wieder reinkommen in die Geschichte. Und da das hier sowieso in der Timeline das allererste ist, habe ich hiermit angefangen. Die Stornfüchse wissen jetzt schon, was als nächstes kommt auf ein Spiel. Aber jedenfalls, ich fand die Story ganz nett. Ich fand das interessant mit den Drachen, weil es ist ja auch Dragon Quest. Also es geht ja wirklich auch um Drachen. Ich fand das gut, dass der Titel auch zum Gameplay gepasst hat. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es in manchen Dragon Quest Spielen nicht um Drachen geht. Sag ich mal so. Und das Ende jetzt. Dieser Plot-Twist, dass Schnursela und, ach, wie ist der andere, das Schweinchen, Porkus, richtig, dass Schnursela und Porkus auch Drachenbabys sind, oder zumindest so aussehen, wie so diese Drachenbaby, das war krass. Ich weiß nicht, was das in der Lore bedeutet, ob man die nochmal irgendwann in einem späteren Spiel sieht, aber, das Abenteuer hat mir gefallen. Ja. Das meiste solltet ihr sowieso schon wissen aus den jeweiligen Parts. Ich sag eigentlich immer direkt sofort, vielleicht cool oder vielleicht nicht so cool. Ich überlege, was ich noch sagen könnte. Ich könnte die Orte noch ein bisschen bewerten. Ich fand den Winterteil ganz in Ordnung. Es war aber auch... Es war vielleicht ein bisschen groß. Wisst ihr, was ich meine? Es war vielleicht ein bisschen zu groß, der Winterteil. Der Hitzegrad fand ich super. Mittlerweile denke ich mir, ich finde den super. Vorher dachte ich mir, okay, jetzt denke ich mir, das ist gut. Das ist ein guter Ort. Gibt es nichts mehr zu bemängeln. Außer, dass es vielleicht ein bisschen offensichtlicher sein könnte, wo man von unten nach oben wiederkommt. Aber ansonsten gibt es nichts zu bemängeln. Dieses Moosgebiet, wo ich leider vergessen habe, wie es hieß. Das fand ich irgendwie meh. Weiß nicht, ob ihr... Wisst ihr, wie ich das meine, aber es war okay. Es war okay. Sagen wir es einfach so, lass einfach so stehen. Die Wüste. Wo ich auch wieder den Namen vergessen habe, toll. Ja, die Wüste fand ich cool. Aber generell kommt es bei vielen Orten einfach so vor, dass. Das, sagen wir mal so, zwei Drittel der Gebiete sind gut gemacht und dann ein Drittel des Gebiets ist so irgendwie so versteckt und da ist eigentlich auch gar nichts, da muss man auch nie hin, aber da ist halt ein großer Fleck in der Map und das verstehe ich irgendwie nie. Habe ich immer das Gefühl, warum bin ich überhaupt hier? Hier gibt's ja gar nichts, außer ein paar Kisten und vielleicht da so einen starken Gegner. So, das war's. Keine Ahnung. Und dann in der Wüste hatte ich auch schon das Gefühl. Und ansonsten... Was gab's noch für ein Beat? Der Drachenschädel. Richtig. Drachenschädel. War halt der Standardort. Ist der Standardort, ist ein super kleiner Ort. Man kann auch nach unten. Da ist es dann ein bisschen schwerer.
Ansonsten ist es halt ziemlich basic. Was soll ich sagen? Ist es basic. Alles in allem fand ich die Orte aber gut. Weil man konnte viel erkunden. Ich hatte immer das Gefühl, ich entdecke irgendwas. Ich gehe nicht umsonst irgendwo hin. Also meistens zumindest. Und ja, das Hauptgameplay von diesem Spiel war ja wirklich, also so der Unterschied zwischen anderen RPGs, ja wirklich einfach, dass man Schätze gesammelt hat. Da gab es wirklich diese Ability mit den Dolchen, dass du in der Nähe Schätze finden konntest. Oder auch die Monster haben dir ja auch geholfen, dich in die Richtung zu weisen. Das fand ich gut. Die Silberschätze, weiß ich nicht, die waren auf Dauer wirklich nervig. Da die Szene übrigens. Warum ist der Zukunfts-Eric? Was soll das bedeuten? Ich brauche Aufklärung, Hilfe. Ja, was soll ich jetzt sagen? Genau, das Schatzsuchen fand ich gut. Hat mir gefallen. War so ein bisschen wie Sea of Thieves, Schätze suchen und auf Reisen gehen. Ich meine, ganz am Anfang gab es ein Schiff. Hier ist auch ein Schiff. Ich sag ja nur. Aber ja, das hier war ein schöner Vorgeschmack auf Dragon Quest 11. Denn, soweit ich weiß, geht es dann mit Dragon Quest 11 weiter. Weil man dort Mida und Eric, ja, die beiden, Mida und Eric, in Erwachsenen sieht. So wie beim Spiegel. Ich glaube, die sind da auch Teammates? So Partner, die man haben kann? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass wir die drei Drachen nochmal sehen. Zumindest das eine Drachenbaby will ich auf jeden Fall nochmal sehen. Gut. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Falls ihr noch ein Fazit zum Spiel habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich bin interessiert auf eure Meinung. Und ja. Ich habe dir gerade den Text gesehen, Wall of Text, mit den ganzen Namen an Leuten, die hier dran gearbeitet haben. Spiel ist erhältlich auf Nintendo Switch und auf Steam. Ich glaube, vielleicht auch auf PlayStation, bin mir nicht sicher, vielleicht auch nicht. Und ich weiß nicht, ob ich es jemals gesagt habe, aber eigentlich hätte ich auch die Switch-Version spielen können. Aber ich dachte mir, spiele ich die Steam-Version. Bei Dragon Quest 11 mal schauen. Vielleicht spiele ich da auch die Switch-Version. Gut. Darf ich dann jetzt nochmal zurück? Oh, Cutscene. Ja, stimmt, wir müssten ja jetzt eigentlich die ganze Zeit wundern, wo wir waren. Oh, wir haben unsere Freunde gezeichnet. Oh, schön. Und bei denen hat sich nichts geändert. Warte, waren die Bilder schon vorher da? Hä? Jetzt bin ich verwirrt, hä? You're late. Sorry, got held up. Well, nee. We're here now. That's the main thing. Wir schleichen uns so wieder weg. Reminds you of that night, doesn't it? Ja. Don't worry. The gang will be doing great. Yeah, you're right. Well then, let's go. Wait, is that? Die Farben will ich doch überall erkennen. Ja! Porkus und Schnursula! Oh. Die haben sich wehgetan. Fortsetzung folgt. Wie, was soll das denn bedeuten? DLC? Nein. Widerwillige Heimkehrer für das Ansehen des Spielendes. Wir haben es geschafft. Ach ja, Schwierigkeit des Spiels war okay. Ja, man konnte ja keine Schwierigkeit auswählen. Ja, man kann es sich halt schwer machen oder man kann es sich einfach machen. So kann man das Spiel von der Schwierigkeit her am besten beschreiben. Ich glaube, wenn man mehr Spielstunden reinsteckt, ist das Spiel auch einfacher. Ich glaube schon. Nachdem es ihnen gelungen ist, die 7 Steine zu sammeln, treten Eric und Mida den Heimweg nach Erdria an. Doch dann tauchen urplötzlich Schnursula und Porkus vor ihnen auf. Eric und Mida beschließen sich, zu ihren alten Freunden zu gesellen. Und gemeinsam reisen sie zurück nach Draconien. Yeah! Excellent. Na bitte, jetzt könnt ihr uns wieder verstehen.
Welcome back. Willkommen zurück in Draconien. Okay, wir sind einfach nur so zurück. Oder wie? Hm? Also verratet ihr uns jetzt, wieso ihr uns wieder hierher zurückgebracht habt? Hehe. Bestimmt wegen all den Schätzen, die wir das letzte Mal hier gelassen haben, stimmt's? Warum kehren wir nicht zur Basis zurück? Dann erkläre ich euch alles. Stimmt, in eurer Basis ist noch alles beim Alten. Machen wir uns doch gleich auf den Weg. Ja, ich bin jetzt auch interessiert, warum wir zurückgehen sollen. Zu Drachenbande, die wir aufgebaut haben. Die existiert nur wegen uns. Wir haben Anteil. Ja, wir sind Lebensretter dieser drakonischen Eisenbahn. So sieht's nämlich aus. Oh, normaler Bildschirm. Okay, jetzt wird's krass. Seltene Monster. Nach unserem Abschied von euch sind wir schnurstracks nach Hause gelaufen. Schließlich mussten wir dem Boss ausrichten, dass die 7 Steine sich in ein Drachenbaby verwandelt hatten. Der Boss war überhaupt nicht begeistert. Das kannst du laut sagen. Tatsächlich war sein Ärger so groß, dass er sagte, wir könnten es nur wieder gut machen, indem wir 50 ikonische Schätze sammeln. Hä? Und das Baby so, ei, ei, Sir. Anscheinend hat einer der Götter sie überall verstreut und hat einfach liegen lassen. Und nun will der Boss sie alle haben. Aber wir sind noch nicht fertig? Und da kommt ihr weiter ins Spiel. Wir hatten kurz erwogen, die Sylvanianer oder andere Schatzsucher aus dieser Welt um Hilfe zu bitten. Aber eigentlich stand die Entscheidung von vornherein fest. Immerhin geht es hier um eine Schatzjagd. Ja, wir sollen's machen, weil wir sind krass darin und die anderen, die brauchen so lange dafür. Right. Stimmt, wir möchten, dass ihr uns helft, wie in den guten alten Zeiten. Seid ihr dabei? Ihr wisst schon, dass es erst gestern war, aber ja. Excellent. Ausgezeichnet. Wir wussten, dass ihr uns nicht im Stich lassen würdet. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Wir wurden gebeten, uns um Elise zu kümmern. You're right. Stimmt, wir haben unseren neuen Freund auf den Namen Elise getauft. Oder Elise? Oder Alice? Elise? Elise? Elise, glaube ich. Der Kleine ist aber noch ein bisschen zu jung für Kämpfe und Abenteuer. Darum ist es am sichersten, wenn er hier in der Basis bleibt. Also dann, möge die Schatzsuche beginnen. Na, sieh mal einer an, wenn das nicht Mina ist. Schön, dass du wieder vorbeischaust. Es findet doch hoffentlich deinen Gefallen, dass hier alles rund läuft, auch in deiner Abwesenheit. Unsere Einrichtungen sind tipptopp in Schuss, also kannst du gerne Gebrauch von ihnen machen. Wir sind alle bereit, dich nach Kräften zu unterstützen. Ich sollte wohl auch erwähnen, dass sich in Draconien einiges getan hat, während du weg warst. Aber bevor du auf Erkundungszug gehst, würde ich dir empfehlen, erst einmal alle Aufträge abzuschließen, die noch der Erledigung erharren. Sobald dann alles abgehakt ist, solltest du eventuell ein paar der Orte, die du von deinen Abenteuern kennst, erneut aufsuchen. Wer weiß, welche Entdeckungen nun dort auf dich warten. Ach übrigens, der Vorarbeiter hat nach dir gefragt. Er ist unten im Gewirr. Du solltest dich zu ihm begeben, wenn du Zeit hast. Für eine Schatzjägerin wie dich ist Draconien wahrscheinlich ein nie versiegender Quell der freudigen Freude. Und wir kriegen den Wolkenkompass-Banner. Ein Banner mit dem Wolkenkompass-Emblem in Gold auf königsblauem Grund mit Sparren. Es symbolisiert das unlösbare Band zwischen unzertrennlichen Verbündeten. Und hey, es wird geputzt. Schön. Warum das Ding? Na egal. Yay! Gesamtwert, oh krass. Jolly good show. Juhu. Okay. Gestohlene Zahn, Fortsetzung. Das Friedensangebot. Was? Worum geht's? Eine unerwartete Nachricht. Achso, stimmt. Wir müssen noch zum Drachenschädel, stimmt. Müssen mit Kapitän Levanta noch sprechen. Mit Animal müssen wir sprechen. Wir müssen. Was? Presidor? Und Bonnie? Ist es noch nicht vorbei, Freunde? Presidor möchte ein Friedensangebot. Gibt es zum Lager der Piraten beim Drachenschädel. Okay, und Bonnie? Gestohlene Zahn. Fortsetzung. Bonnie hat Lust auf einen weiteren Kampf. Okay. Außerdem, Katzbalger möchte immer noch eins von diesen Kristallbecken, die ich noch finden muss. Und hier fehlen noch 4 Ballons. Ich weiß nicht, ob es so die letzten 4 sind oder einfach 4 von wie viel es noch gibt. The treasure forecast has changed. Aber ja, so sieht's wohl aus. Hallo. Schön. Kaum zu glauben, oder? Leave it to me, sis. Ja, wirklich kaum zu glauben, das Ganze.
Aber okay. Freunde, dann wird das wieder auch noch die letzte Folge. Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Hallöchen. Wir müssen noch eine Party vorbereiten mit einem Todesprinzen. Wo gibt's die nochmal? Auf dem Hitzegrad einen Todesprinzen sorgen. Ach, das wollte ich ja machen. Oh, das habe ich aber vergessen. Oh nein. Okay, das mache ich, glaube ich, als erstes. Ich will das nämlich jetzt endlich fertig haben mit der Base. Handelszentrum. Was gibt's denn hier Neues? Wahrscheinlich... Was? Sonstiges? Man kann die jetzt einfach kaufen. Die sind mittlerweile so wertlos geworden. Am Anfang waren die so selten, jetzt sind sie wertlos. Das ist traurig irgendwie. Hier gibt's nichts zu kaufen? Wundert mich. Wenn ich ehrlich bin. Aber egal. Bye. In die Kantine gehen und schauen uns so. Was ist denn so leckeres Neues? Gibt da gibt's bestimmt einen Passant. Ja. Come back soon. Ich komme mit Back soon oder so. Oh ja, ich muss Kugeln kaufen. Ich muss ganz dringend Kugeln kaufen. Multiheilkugel kaufen. Ja. Danke. Oder war die teuer? Aber egal. Also, aber können wir es gedrückt halten, um ganz viel auf einmal zu kaufen. Kadabra. Abra. Kadabra. Macht Sinn. Ich kaufe mal ein paar Kugeln ein. Was könnte ich denn so gebrauchen? Das ist ein hohen Schaden, oder? Kaufe ich mir mal so 20 von allen. Ja, hier noch so ein bisschen. Nein, zu viel! Nein! Das ist nicht so einfach. Danke. Nicht so einfach, hier sich durchzusteuern. Dumm. Von den Dingern sollten wir noch ein paar holen. Danke. Dass wir sie zumindest mal ein bisschen haben. Falls wir welche brauchen sollten. Wir haben bei dem Kampf so viel Kugeln verloren. Das ist echt schlimm. Das ist wirklich echt schlimm. Danke. Danke, danke. Brauchst du dich nicht immer bedanken, Kollege. Aber natürlich helfe ich dir gerne. Ja, komm, hol einfach alles. Danke. Jetzt ist es zu spät. Jetzt holst du einfach alles. Danke. Plumpskugel. Schwerkraftschaden. Ah, Lichtschaden. Obwohl, warte, war nicht eine mit großem Lichtschaden? Ach, ich hab die falschen gekauft. Ach, ist ja auch egal jetzt. Ach, ist jetzt auch egal. Passt soon, schon ja? Fürs Erste. Let's see. Let's see. Ja, ja. Welcome to personnel. Ist gut, ist gut. Und wir sollen nach unten ins Gewirr? Ich schätze, dann machen wir das mal eben. Wenn ich sowieso gerade mal hier bin. Wow. Was für eine große Base wir doch haben. Und diese Geschichte mit den Dranstein ist jetzt komplett zu Ende. Wie es scheint. Guck mal kurz auf die Map schauen. Es hat sich ein bisschen was getan. Wir müssen auf jeden Fall zum Drachenschädel und auf jeden Fall zum Hitzegrad. Ja gut, nicht wegen der Missionen dort, weil das sind einfach nur so tägliche Missionen, die sind unwichtig. Aber natürlich für den Todesprinzen, das hätte ich erstmal machen sollen. Jetzt mache ich das endlich und er ist hier fertig! Ach so, das wird immer erst fertig, wenn man die Story durch hat. Verstehe. Ich wusste doch, dass die ganze Graberei sich lohnen würde. Ich hätte nie gedacht, dass hier ganz unten so ein Ort ist. Aber das ist das Ende. Hier tiefer geht es nicht mehr. Wirklich ein Jammer. Das Graben hat gerade angefangen mit Spaß zu machen. Haha, wenn du keine Lust hast, die ganzen Treppen hochzusteigen, dann weißt du, wie du hochkommst. Jo. Und wer ist hier nicht? Good to know. Die Tiefen des Gewirrs. Auf der fünften Ebene des Gewirrs befindet sich ein Teleportal zu einem endlosen Labyrinth. Je weiter du dich dort hineinwagst, desto stärker werden auch die Gegner. Hier warten keine Belohnungen auf dich, egal wie tief du vordringst. Aber du kannst Monster rekrutieren und Medaillen erhalten. Womöglich begegnest du sogar einen richtig seltenen Bestie. Vergewissere dich, dass du gut gerüstet bist, bevor du dich dieser Herausforderung stellst. Hast du dich in das Labyrinth hineingewagt, kommst aber nicht weiter, dann öffne einfach das Menü und wähle Zurückziehen aus, um zur Basis zurückzukehren. Okay. Ja, eventuell machen wir das mal in der Bonusfolge, oder? Aber jetzt natürlich nicht. Aber Moment, sollten wir hier nicht noch jemanden antreffen? Oder war jetzt nur die Rede von, na, guck dir das mal an, im Gewirr, da ganz unten. Hä? Das wurde uns doch gesagt? Ein Hoch auf die Jagd? Ja, bla bla. Eine unerwartete Nachricht? Er war halt beim Bahnhof. Mhm. Okay, vielleicht haben wir was falsch verstanden. Bin mir nicht ganz sicher. Egal. Yeah, wir haben einen Treasure noch gefunden. Und ich habe den Todesprinzen geholt.
Das ist eine schicke Rüstung, kann man so sagen. Hey, ein Platinpanzer, 6,3 Millionen. Ein piekfeiner Panzer aus purem Platin, der besten Schutz gegen Angriffe bietet. Aha. Ist aber schön. Ja, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie es jetzt gemeint ist, mit 50 Kassenschätze zu finden. Weil ich glaube nicht, dass das jetzt dazu gezählt hat. Ich kann mal kurz dazu schauen. Nee, das war's nicht. Was war denn jetzt die Aufgabe? Also, wo ist denn jetzt unsere Aufgabe? Warum sind hier so komische Sachen? Die habe ich noch nie gemacht. Hilfe. Team-Mission. Ach, das hier ist wahrscheinlich das Neueste, ne? Die neueste Hauptmission. Denn hier steht einfach nur, bringe die ikonischen Schätze in deinen Besitz. 17 von 50. Ikonische Schätze. Moment. Schatzliste. Schätze. 117. Sind die hier ikonisch? Makellos. Zustand makellos. Kategorie? Keine Ahnung, Freunde. Aber wir haben scheinbar schon ein bisschen was. Ich bin mir ganz sicher. Ja, ich habe ein Level bekommen. Bin Stufe 49. Ich glaube, 50 wird vielleicht das Maximum sein. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, wenn das so wirklich wäre. Aber sicher bin ich mir nicht. Polter. Das war der, den ich jetzt gefunden habe, oder? Ist das der? Tintensterz. Keine Ahnung, Mann. Goldi. Ja, doch. Ich glaube, er hier ist das. Mann, der will mal dieses komische Ding da haben. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich kann aber... Ach, diese geheime Würzung. Kragenweiten und Hitzegrad. Oh, das kann ich doch niemals finden, Mann. Das werde ich doch niemals finden. Und was ist ein Schlotterrisotto? Warte mal, den hier könnte ich vielleicht ins Team tun. Moment. Dieses Gesicht wieder. Und... Eine Schüssel? Anything else? Schauen wir mal, ob es das in Kantine gibt. Also beide merci Sachen. Merci beaucoup. Merci, merci. Lass mal sehen. Das hier brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube zwei Stück, bin mir sicher. Mach ich erstmal. Oh ja, jetzt habe ich aber dafür diese. Ja, jetzt habe ich dafür diese grünen Dinger dafür gebraucht. Okay. Ich gehe noch gleich ins Hitzegrad und suche nach denen. Weil ich die scheinbar noch brauchen werde. Und nein, das, was ich für den Typen brauche, kann ich ihn noch nicht craften. Das ist aber blöd. Das ist aber wirklich ziemlich, ziemlich blöd. Let's see. Na gut, dann weiter grinden. Yay. Here are the candidates. Home sweet home. This is exciting. Achso, stimmt, ich habe noch was Neues. Oh. Ein schickes Outfit. Ein grelles Gewand. 500k. Hast du sicher, was ich gesagt habe? Egal. Knallbunte Kleidung für schillernde Gestalten. Aha. Sieht doch schick aus. Und. Ja, noch ein bisschen mehr Geld. Aber ich bin ein bisschen rumgerannt, habe einfach so ein paar random Sachen eingesammelt. Ich glaube, manche von diesen Gebüschsachen war dieses Gewürz, wonach wir gesucht haben. Und ich sollte jetzt mindestens 5 von denen haben, hoffe ich. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Aber obwohl, oh mein Gott, ich habe genau 5. Oh, es war knapp. Aber jetzt können wir uns endlich holen. Du bist ein Great Asset. Great, Great Asset. Oh, my pop. Ja, 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 ja. Gut, passt. Excellent. Jetzt ab mit dir in die Party. Du musst vorbereiten für uns. Nur du kannst es machen. Denn Herr Stein. Herr Stein braucht Hilfe. Danke, ja. Das scheint mir definitiv ein Trostpunkt zu sein. Also dann, als nächstes. Was ist als nächstes? Stellt einen kleinen Auftrag von Madame Blankmanager auf dem Programm. Sie wird einen herrlichen Kuchen für die Betriebsfeier backen. Allerdings hat sie Schwierigkeiten, alle Zutaten dafür aufzutreiben. Genauer gesagt, benötigt sie 20 Handvoll Freilandeier. Ist das so gut, welche für sie anzutreiben? Komm zu mir, wenn du sie hast. Thank you very much. So, ich habe etwas Neues zu offer you. Hab ich das schon? How are you getting on? Nein!
Vielleicht kannst du ja bei einem gefierten Monster was stibitzen. Anything else? Okay, das mache ich dann im Laufe der Zeit. Wir werden ja jetzt noch viele Male gegen Vogelviecher kämpfen, bestimmt. Das. Was ich als nächstes vorhabe, ja, ist hier mit den allen hier zu reden, Brisida reden, Anemon reden und mit Levanta reden und mich hier unten hinzubegeben. Habe ich das hier schon gemacht? Ah ja, das habe ich schon gemacht, stimmt, da war ja was. Genau, das ist, was ich als nächstes vorhabe, wo es als nächstes weitergehen wird. Um da ganz kurz zu checken, ob hier irgendwas Wichtiges ist. Liege 5 krasse Monster in der Nacht. Aha. Krass. Wow. Crazy. Oha. Achso, und eine Sache, was ich noch beim Fazit hätte ergänzen können, ist, dass ich finde, dass das Spiel schon ein bisschen kurz ist. Also ich hätte wirklich gern noch 10 Parts oder so weitergemacht. Aber, na gut. Was soll's. Wir hatten ja trotzdem unseren Spaß. Oh, Levanta! Mehr trainieren? Hier, bitteschön, ich habe Medaillen gesammelt. Und ich habe Monster gebändigt. Was soll ich noch machen? Was willst du noch von mir? Entfeste 5-mal den Drachen, um der Welt zu zeigen, wie wahre Schatzjäger arbeiten. 2 von 5-mal? Und übe die Fähigkeit des Tier in mir. 4 von 5-mal. Okay, warte. Hier. Ich hab den Drachen erwacht. Jetzt bist du glücklich, oder? Want to train some more? How's it going? Nee, das Tier in mir fand er jetzt super, aber was ist mit dem Drachen? Hä? Das habe ich doch auch gemacht. Hä? Den Drachen entfesseln. Oder soll ich noch dabei Monster besiegen? Hä? Here we go. Warte, meine Leiste ist doch voll, ne? Wo sehe ich das? Unten links? Ein Kampf? Nur ein Kampf? Los, Kampf. Okay, die Leiste habe ich noch nicht voll. Ich glaube, immer wenn die Leiste unten auf der 3 ist, muss ich dann kämpfen. Und dann ist okay. Ach, keine Ahnung. Das ist so bescheuert, ehrlich. Ich habe das noch nie verstanden, diese Mission. Das ist einfach bescheuert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay, aber es wartet ja noch jemand auf uns. Warte, wo ist denn dieser jemand? Da. Dort vorne. Du brauchst Schätze, ja? Das sind alle Schätze, glaube ich. Nee, warte. Hier. Genau hier, wo ich stehe. Hä? Moment. Hm? Hör dir an, was Brisida zu sagen hat. Oder kommt das erst noch? Wird mir das nur schon mal angezeigt? Begib dich zum Lager der Piraten auf der untersten Ebene des Drachenschädels. Ach, direkt unter mir. Okay, aber wir können ja trotzdem schon mal nach oben. Nicht zu Brisla? Mit ihr sind wir fertig. So, mit Anemon reden und ihr Brüche shoppen, dass wir mit ihr, soweit ich weiß, jetzt auch fertig sind. Weil zumindest schön, wenn wir es wirklich wären. Bitte absteigen. Danke. Oh. Oh, na sowas. Wenn das nicht Eric ist, anscheinend muss ich mich bei dir bedanken. Die Mitglieder meiner Leibgarde, die ich ausgesandt hatte, um die Steinmonumente von Draconien zu untersuchen, haben mir alle Berichte erstattet. Und wie es scheint, wären die Monumente ohne deine Unterstützung vielleicht niemals gefunden worden. Ich bewundere deinen Mut, aber dass du solche Gefahren auf dich genommen hast, macht mir ein schlechtes Gewissen. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Andererseits würde ich eigentlich gerne um einen weiteren Gefallen bitten. Wärst du bereit, mir nochmal zu helfen? Oh, nö, keine Lust, aber ich sag trotzdem ja. Danke, ich wusste, du würdest mich nicht enttäuschen. Wenn du erlaubst, werde ich dir erzählen, worum es geht. Meine Forschungen zu den Legenden dieses Landes haben ergeben, dass hier sehr alte schriftliche Aufzeichnungen existieren. Vielleicht sogar die ältesten überhaupt. Es scheint, dass diese Schriften in 3 besonderen Truhen aufbewahrt werden, die auf diesen Inseln versteckt sind. Wenn es sich tatsächlich um die ältesten Schriftstücke der Welt handeln sollte, muss ich einfach erfahren, was in ihnen steht. Wie es der Zufall will, können die Truhen mit den 3 farbigen Schlüsseln geöffnet werden. Ach, die sind wichtig! Ich dachte, die sind Bonus für krasse Medaillen. 3 farbigen Schlüssel geöffnet werden, die du von meinen Gardisten bekommen hast. Bitte benutze diese Schlüssel, um die 3 Truhen zu öffnen und bringe mir ihren Hinhalt. Was die Frage betrifft, wo genau die Truhen sich verbergen, habe ich nur ziemlich vage Hinweise gefunden. Vielleicht wirst du ja schlauer sehen. Hier ist der erste Hinweis. Über Tann und Linde, getragen vom Winde, das Drachenmaul unter mir. Okay, Drachenmaul unter mir. Es gibt 2 Drachenköpfe, also unter...
Welchen könnte es sein? War ich hier? Direkt unter uns gerade? Hier, der zweite. In gefrorener Erd, wo der Schnee ewig währt. Kein Laut dringt an mein Ohr. Okay, im Winterteil, irgendwo da, wo das Ohr vom Drachen sein könnte. Und der letzte, in schwindender Höhe. Über Gipfeln, ich stehe in der Tiefe ein Meer aus Sand. Boah, keine Ahnung. Der erste Satz klang so wie im Moosgebiet oben am Gipfel. Aber Tiefe ein Meer aus Sand? Klingt eigentlich wie die Wüste. Deinen bisherigen Erfolgen nachzuurteilen, sollte diese Aufgabe für dich durchaus im Bereich des Machbaren liegen. That's it? Das war's? I believe in you. Aber ich hab doch alles getan, was du von mir verlangt hast. Ich habe alles getan. Ist das dein Ernst? Das würde sehr Ja, hä? Das habe ich doch alles getan hier. Aber hierfür habe ich nichts bekommen. Sehen die Geschichte des Landes und seine vielen Geheimnisse. Abgeschlossen. Okay, es kann wohl noch nicht abgeschlossen werden, weil das hier noch fehlt. Finde die Truhen. Okay. Na gut. Ich werde jetzt trotzdem erstmal nach unten gehen und schauen, wie es weitergeht. Ja. Oh mein Gott, was? Ihr seht es, oder? What? Wie habe ich das übersehen? Wie habe ich das übersehen? Wie komme ich da ran? Aber von hier? Ja, von hier. Oh mein Gott. 57. Fehlen nur noch 3, glaube ich. Schaut mal, was ich hier drüben gefunden habe. Das Lager unter dem Lager. Könnte man so sagen, schätze ich. Ah, da kommen wir nicht ruhig. Ohne Schatten. Mist. Ohne Schatten. Mist. Ach, oh mein Gott. Erinnert ihr euch noch, Freunde? Hier haben wir angefangen. Ja, natürlich. Hier sind wir gespawnt. Wow. Okay, das ist krass. Aber es macht alles Sinn. Es macht Sinn. Ich frage mich, ob das jetzt was Neues ist. Aber was möchte Eric überhaupt von uns? Na, sieh mal einer an, wenn das nicht Eric vom beeindruckenden Team Drachenbande ist. Du bist wohl hier, um auch die letzten Reste der fliegenden Freibeuter auszumerzen, oder? In diesem Fall würde ich empfehlen, es dir noch einmal zu überlegen. Nach Kapitän Silberbeins Gefangennahme haben wir nämlich beschlossen, dass es Zeit für eine Veränderung wäre, einen Neuanfang. Wir stehlen jetzt anderen Teams keine Schätze mehr. Oh nein, stattdessen ziehen wir los, um sie selbst zu suchen. Ganz genau, wir sind dieser Tage richtige Schatzjäger. So wie wir es schon immer hätten sein sollen. Daher möchte ich das Kriegsbeil mit den Syphanianern begraben und all unsere Missverständnisse hinter uns lassen. Leider sind sie von der Idee nicht ganz so angetan, wie ich es erhofft hatte, aber ich kann es ihnen auch nicht unbedingt verübeln. Ich frage mich, vielleicht würden sie jemanden wie dir ja zuhören. Nein, das würde nicht funktionieren. Es müsste jemand sein, den Kapitän Levanter wahrhaft respektiert. Was soll das heißen? Er respektiert mich. Na, sieh mal eine an, wenn das nicht Eric vom beeindruckenden Team Drachenbande ist. Du bist wohl hier. Hä? Und sag das gleich nochmal. I wonder. No. Hä? Wie? Jetzt was? Hört ihr an, was er zu sagen hat? Ist irgendwie verbuggt. Okay, aber kann ich denn jetzt. Muss ich mit denen reden? Das Friedensangebot. Hör dir an, was er zu sagen hat. Ja, das funktioniert ja scheinbar nicht. Ist ja ziemlich verbuggt. Oh, vielleicht kann ich das erst starten, sobald ich die Mission mit Levanter zu Ende habe. Bedeutet, wenn ich diese. Wenn ich einen Drachen erwacht habe. Als wäre ich hier American Dragon oder so. Mein Gott. Das ist mein Schatz. Gib her. Okay, das war nur Müll, aber trotzdem mein Schatz. Gut, Freunde. Oh, hier ist noch ein Schatz. Weil wir können einfach von denen. Hier in dem Fass ist was für uns. Ja, Freunde, beim nächsten Mal gehen wir dann zur Insel und schauen, was es mit den Herr Urban auf sich hat. Und erledigen sehr, sehr viele kleine Quests. Eventuell ist es sogar das Finale? Vermutlich nicht. Aber es könnte sein. Schauen wir mal. Und ich möchte noch mal ganz kurz schauen,
ob es hier was zu finden gibt. Quell der Frische. Hier sind wir runtergestürzt. Ah. Scheint hier nichts zu sein, aber trotzdem schön, mal wieder hier gewesen zu sein. Und ich wette, wenn wir beim nächsten Mal dort oben sind, wird sich die Map hier auch erfüllen. Würde Sinn machen.